Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroyP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich den Palmertrank besorgt, haben ein bisschen in dieser Akademie hier studiert und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich, denke mal, wir müssen jetzt zu Gouverneur Dor gehen, weil wir dieses Buch wollen, diesen Reiseführer. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen dahin. Ja, der ist wahrscheinlich da, wo der letztens reingegangen ist jetzt. Was weiß ich, war da ein bisschen Tempel oder was auch immer. Ja, das Ding da. War ich auch schon mal drin im zweiten Teil, das weiß ich noch. So, haben wir hier übrigens alles erkündet. Welche Jungs? Welche Jungs? Die Jungs nehmen ihre Arbeit nicht ernst. Welche Jungs? So, das Schiff da. Kann ich da mal kurz hingehen? Ja. Warte mal, könntest du vielleicht dieser Alfred sein? Wow, es ist wirklich groß. Findest du nicht auch Leid? Wow, es ist wundervoll. Ich meine, nein, es ist nichts Besonderes. Es ist so groß wie unser Tempel. So groß kann es nicht sein. Waschkinder? Es ist der ganze Stolz von Padma Costa, die neueste Technologie-Errungenschaft. Das Dampfschiff Isabelle. Wow, ich habe zwar gehört, sie wären ein bisschen unter dem Mond, aber das ist ja eine völlig veraltete Konstruktion. Sie können auch nicht immer noch Dampf als Energiequelle verwenden. Hey, wie kannst du es wagen, Isabelle zu beleidigen? Oh, halt den Mund. Was regst du dich darüber auf? Ich bin... Wenn wir uns das nächste Mal treffen, bringe ich euch um. Hat sie ja letztes Mal nicht das so ziemlich das gleiche gesagt? Was hat die auf einmal da gemacht? Vor allem ihren Namen konnte man schon sehen. Hat die sich überhaupt schon vorgestellt? Was macht ihr denn hier? Titanic? Komm schon. Komm schon, lass uns diese eine Sache machen. Nein, also Copyright-Probleme, oh Gott. So, bist du Alfred? Und was hältst du von diesem Schiff? Ich bin der Kapitän, bist du nicht beeindruckt? Okay, ja, ach nee, der ist ja ein Luin, hat die gesagt. Was macht ihr die auf einmal hier? Ich will zurück. Also, okay. Okay. Was auch immer dieses Assassinen-Mädchen hier zu tun hatte, ich weiß es nicht. Wir sind über die Technologie lustig gemacht. Na gut. Warum war die hier? Wie auch immer. Wir gehen jetzt hier rein. Wir es können. Hallöchen. Dort unten ist das Gefängnis. Sollen wir euch dort hineinwerfen? Was? Warum? Was habe ich denn getan? Seid gegrüßt, Reisende. Wie habe ich hier nochmal gesprochen? Reisende sind uns stets willkommen. Nächster wäre der Göttin Mattel. Möge der Segen von Mattel mit all jenen sein, die reisen. Danke. Eigentlich suchen wir nach dem sogenannten Heft der Erneuerung. Man sagt uns in der Kirche, dass es hier sein soll. Zum Teufel, es ist das Buch der Erneuerung, du Dummkopf. Ich weiß. Ja, also das eben. Das Buch der Erneuerung. Ja, das ist unser Familienschatz. Aber was ist damit? Wir möchten es uns leihen. Euch anmaßende Bitte. Verzeihung, das war unhöflich. Wir helfen der Auserwählten bei der Erneuerung der Welt. In die Zukunft der Welt willen möchten wir die Lehre der Spiritual kennenlernen. Ihr werdet alle sterben, wenn wir das Buch nicht kriegen, um genau zu sein. Gouverneur Dor. Ja. Ja. Die Auserwählte war eben hier. Wir könnt jetzt fragen, ihren Namen zu besuchen. Diese jämmerliche Kreaturen müssen sofort festgenommen und an die Kirche ausgeliefert werden. Ich wollte sagen, pack einfach mal deinen Flügel aus und... Wow, Vater, hast du das gesehen? Sie hat Flügel wie ein Engel. Sie ist wunderschön. Wartet, ihr alle senkt eure Waffen. Das war Nail. Diese Person hier ist zweifellos die Auserwählte. Die Engelsflügel auf dem Rücken lassen keinen anderen Schluss zu. Bitte verzeiht unser anmaßendes Verhalten, Auserwählte.
Bitte, es ist okay. Es ist in Ordnung, wirklich. Jeder sagt mir, ich sei nicht die typische Auserwählte. Aber das bedeutet, die Auserwählte, der wir das Buch gegeben haben, war eine Betrügerin? Ja. Moment mal, Sie sagten, die Auserwählte sei bereits hier gewesen? Sie haben das Buch der Erneuerung aus der Hand gegeben. Die Auserwählte war da und tat uns das Buch um das Buch der Erneuerung. Natürlich, das müssen die Leute sein, die uns vorhin schon Ärger bereitet haben. Aus diesen anderen Rollenspielen, ihr wisst schon. Wir hatten Kenntnis darüber erlangt, dass die Gruppe der Auserwählten auf dem Weg hierher sei. Also dachten wir natürlich, sie seien es gewesen. Sie sahen aus wie so eine typische Rollenspielgruppe. Sind sie bescheuert oder was? Was sollen wir denn jetzt tun? Es tut mir schrecklich leid. Ich glaub's nicht. Wozu habt ihr eigentlich Augen im Kopf? Zur Dekoration? Ihr Menschen seid. Au! Genis, das reicht. Du erinnerst dich nicht so recht an den Inhalt dieses, wie heißt es gleich, Buches, oder? Ich fürchte nicht. Es ist schließlich der Sprache der Engel geschrieben. In der Sprache der Engel geschrieben, meine ich. Also können nur Mitglieder der Kirche es lesen. Verdammt, anscheinend haben wir keine andere Wahl, als diese Betrüger zu finden. Aber wie? Weißt du noch, was sie sagten? Sie planen das Buch der Erneuerung zu verkaufen. Also so ein Hakonesia-Pass. Los! Wow, Leute, du bist großartig. Er erinnert sich nur daran, wenn er es möchte. Halt den Mund, Genis, wir müssen jetzt los. Nun dann, lass uns gehen. Eieiei, Missverständnis, Missverständnis. Schwindler! Ja, gibt's da noch irgendwas zu erledigen? Was? Seid grüßt, willkommen. Jo, hi. Na gut, wir wollen uns immer noch da rein einwerfen. Colettes Doppelgängerin. これとの偽物なんて、とんでもねえの。そうね。とんでもないバチ当たりだよ。偽物なんて、なんだか有名人みたいだね。お前な。お前は今、世界中が注目する有名人なんだぞ。あ、そうだったね。なんだか実感ないけど。おいおい、大丈夫かよ。 Naja. Mit unserer auserwählten Schrägstrich Küchenhilfe wird das schon klappen. Dann würde ich mal sagen, wir müssen jetzt nach links raus aus dieser Stadt, ne? Ne? Warte mal, ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen, ne? Das reicht nicht, okay. Verdammt! Ich bin noch ein paar Sachen geholt. Aber naja. Feld, okay. Boah, endlich wieder was anderes. So, where the heck do I go now? Zu dem Ding da? Monsters! Kämpfe! Dun, 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 dun. Oh mein Gott! Beast! Wow, geil! Okay, das packen wir mal. Ich würde sagen, hier hin. Und Tempest kommt da rein. So, jetzt will ich mal gucken. Okay, ich habe erst Tiger Blade, Giant Thrust, dann Beast eingesetzt. Gut. Das heißt, ich kann die aneinander ketten. Schön. So, ist aber nicht so viel TP verbrauchen. Ist auch nicht gut. Jetzt kriegen wir Erfahrungspunkte. Blechschild, was? Ich hab ein Schild bekommen? Blechschild. Ey. Ist ja voll kacke, das Ding. Ich nehme an, ich muss dahin. Hey, guck mal her. Oh, ein bisschen Training. Boah, wenn ihr euch so dagegen sträubt, ne? No, komm her. Zack. Oh, Marienkäfer. Verdammt. Ich bin verbraucht, wie ist es überhaupt? Zu viel. 12. Verdammt, was ist das?
Auch wieder eine bekannte Technik. Das ist auf Serie. Okay, erfolgreich zubereitet. 3 Bällchen. Zu wenig. どうしたこれと。もうごちそうさまか。調子でも悪いの？あ、違うの。ちょっと量が多いかなって。そうか。いつもより少ないぐらいだぜ。あ、大丈夫。ちゃんと全部食べるから。 Okay. Wenn es von Rain gekocht wird, dann nimmt man sich automatisch weniger, nehme ich mal an. Hätte immer noch keinen Fortschritt da gemacht. Ist das immer gleich das Level? Halt das Ding vor Vergiftung. Ja, das schon gut, Reis. Was haben wir hier? Novas Wohnwagen. Oh. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ach du liebe Zeit, wir haben nicht oft gesucht. Kann ich euch helfen? Nein, wir sind nur auf der Durchreise. Seid ihr auch auf Pilgerfahrt? Wir reisen, um die Tierwelt zu erforschen. Ich bin Zoologe. Wirklich? Das ist ein seltsames Unterfangen in diesen schweren Zeiten. Wow! Was? Die Welt bereisen, um das eigene Wissen zu vermehren. Wie wundervoll. Ha, ich sehe mir einfach gerne alle Arten von seltenen Tieren an. Gibt es überhaupt Tiere? Ich glaube, hier gibt es doch noch Monster, oder? Wir haben sogar einen riesigen leuchtenden Vogel gesehen. Leuchtenden Vogel? Oh, oh. Das kann Aska gewesen sein, der Elementargeist des Lichts. Wirklich? Dieser Vogel ist ein Elementargeist? Ich verstehe. Das würde erklären, warum ich diese Spezies noch nie gesehen habe. Erzählt uns von ihm. Die Informationen könnten uns gelegen kommen. Und außerdem möchte ich die Geschichte hören. In diesem Fall, denke ich, wäre es besser, meine Kinder zu befragen. Ich habe den Vogel nicht richtig gesehen. Okay, ich werde sie fragen. Speicherpunkt, okay. Ah, das juckt. Ich habe damals Nüsse von dem Baum gepflückt. Die machten ein schönes Geräusch. Das ist... Können wir sie mal sehen? Das ist also eine Linkernuss. Sie macht wirklich ein schönes Geräusch. Die könnt ihr behalten. Ich habe noch mehr. Das ist sehr nett, ich danke dir. Eine Linkernuss, Alter. Cool, Mann. Mein Bruder hat sich kürzlich schwer verletzt. Okay. Erzähl uns doch mal genau, wie das war, als ihr den leuchtenden Vogel gesehen habt. Oh, das war auf dem Osserpfad. Wir hatten unser Lager in der Nähe des Gipfels aufgeschlagen. Da erschien der leuchtende Vogel. Der Osserpfad, hm? Außerdem herrschte an dem Tag starker Wind. In der Nähe spielte ein Baum eine mysteriöse Melodie, als die Nüsse im Wind schaukelten. Es klang wie ein schönes Lied. Nüsse, die eine mysteriöse Melodie spielen, was soll das denn? Es war bestimmt der linke Baum, der angeblich in hochliegenden Gebirgen wächst. Wenn die Nüsse im Wind wehen, sollen sie ein hübsches Geräusch machen, wie Glöckchen. Ich wusste nicht, dass es solche Bäume gibt. Aber können wir Aska dann nicht einfach auf dem Osserpfad finden? Nein, der Baum ist nicht mehr da. Er wurde entweder gefällt, verpflanzt oder bei einem Erdrutsch oder etwas ähnlichem fortgetragen. Stimmt, wir haben dort letztes Mal keinen derartigen Baum gesehen. Da war ein Baumstumpf in der Nähe des Gipfels, vielleicht war er das. Wir haben die ganze Welt bereist, aber wir haben den Baum nicht wiedergesehen. Angeblich ist diese Baumart durch übermäßige Ausbeutung und Naturkatastrophen ausgestorben. Es wird sicher nicht einfach einzufinden. Also werden wir wahrscheinlich nicht zurückgehen können, ne? Hat ihr euch angehört, was meine Kinder zu sagen haben? Ja. Jo. Du bist... Ach, ihr... Sarah. Okay. Sarah, vielen Dank nochmal. Lloyd, du kennst sie? Sie hat uns geholfen, als wir zwei allein unterwegs waren. Oh, vielen Dank, dass sie sich um die Kinder gekümmert haben. War mir noch ein Vergnügen. Sarah, wir möchten dich etwas fragen. Falls du irgendetwas über diesen leuchtenden Vogel weißt, würdest du es uns sagen? Ich denke, der Vogel taucht nur im steilen, unzugänglichen Gebirgen auf, wo man nicht zu Fuß hinkommt. Wie kommst du darauf? Wir waren überall, wo man zu Fuß hinkam. Wenn er auch an solchen Orten erschiene, hätten wir ihn sicher schon gesehen. Ach so, das erklärt natürlich alles. Ich fasse die Situation zusammen, in denen sie den leuchtenden Vogel gesehen haben. Sie begegnen ihm das erste Mal auf dem Osserpfad. Das bedeutet, dass der leuchtende Vogel nur noch im hochliegenden Gebirgen vorkommt. Danach erzeugten die Nüsse eines Linkerbaums eine wundervolle Melodie. Schließlich herrschte an
dem Tag noch ein starker Wind und der Klang der Linkkanäle wurde von Wind über einen großen Distanz weggetragen. Es dürfte jetzt also ganz gut gewesen sein. Sie sagte, dass nachdem sie um die Welt gereist waren, zurück zum Osterfort gingen, aber der linke Baum war bereits verschwunden. Sie müssen noch einen weiteren linken Baum auf ihren Reisen finden. Die sie bisher gesehen haben, waren zu Fuß nicht erreichbar. Das heißt für uns, dass wir den linken Baum in einer Gegend suchen müssen, in der man zu Fuß nicht gelangt. Das ist so möglich. Ja, nun, wir müssen uns nicht sofort auf den Weg machen. Und auch wenn wir einen linken Baum finden würden, würde es uns nicht weiterhelfen, wenn er tot wäre. Das Erzeugen einer Melodie und das Weitertragen des Klangs mit dem Wind klingt auch nicht gerade einfach. Können Sie einen toten Baum nicht irgendwie mit einer Heilkraft wiederbeleben? Meine Kraft alleine würde nicht ausreichen. Um zu heilen, was bereits tot ist, benötige ich etwas, das meine Fähigkeiten stärkt. Etwas, das den Lebenswillen des Linkerbaums weckt. Beispielsweise eine Exvie oder auch nur ein Fragment davon. Wenn er tot ist, heißt das auch, dass der Boden dort schwach ist. Wir müssen die Erde nähren, damit er wieder Nährstoffe bekommt. Außer Papst wüsste ich niemanden, der vielleicht ein Exvie übrig hat. Obwohl, vielleicht gibt es noch andere Zwerge. Sie könnten auch einen haben. Wir können nichts tun. Lass uns Aska aufgeben. Faszinierend. Wow. Ich verstehe. Es ist beeindruckend, wie er herausbekommen hat, wie es funktioniert. Wir wissen nur, dass es schwer ist, Aska zu treffen. Nun, vielleicht. Ich habe bereits die Daten notiert, die ihr gesammelt habt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr sie hören wollt. Okay. Na gut. Das ist wahrscheinlich eine Quest für irgendwann. Sicher. Okay. Danke. Keine Ursache. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder weiter. Wahrscheinlich kommen wir irgendwann mal darauf zurück. Zum Osterfahrt nehme ich mal an, können wir jetzt nicht wieder zurückkehren. Ne, kommen wir auch gar nicht. Der Typ ist ja weg. Bist. So. Ein paar Erfahrungspunkte und so. Ich brauche Geld. Ich brauche immer Geld irgendwie. Deswegen sollte ich am besten viel kämpfen. Zack. So. Verdammt. Nicht getroffen. Ich muss jetzt eigentlich mit Stoßangriffen viel mehr abziehen, weil ich so Rapiere habe, ne? Verdammt. Das Schicksal ist schuld. Und so. Nein. Okay, gratis hat Level up. Küchenchef Rain. Oh Gott. Wie gerne schon guckt. Das habe ich noch nie im Leben gegessen. First Aid. No First Aid. Er hat First Aid auf sich gezaubert, was zum. Wie geil. So, Rain, komm mal ins Team. Kratos heilt sich selbst von der Kochkunst von Rain. Wie geil. Ma. Warte mal, kann ich auch erst Level 2 und dann Level 1 Dinge einsetzen? Nee. Nee, kann ich nicht. Schade. So. Ma. Ah. TP Knappheit. Der Geschmack einer Erwachsenen. Mein Gott, wie viele Finger bekomme ich jetzt? でも昔に比べてあんまり食わなくなったぜ。好き嫌いがなくなったのはいいけど、飯はちゃんと食った方がいいぞ。うん、ありがとう。でも大丈夫だから。
Okay, wechseln wir mal den Koch. Oh, du bist aber besser. Genau, Kratos, koch du mal. Ich glaube nicht, dass er irgendwie das Essen von Rey nochmal anfassen wird. So geil. First Aid. Fast Edo. So, wo muss ich mit lang? Was ich auch herausgefunden habe, auf Start kann man die Karte aufrufen. Aber wo muss ich lang? Geht mal weg. Genau. Hey! Noch eine andere Rollenspielgruppe. Was macht die denn hier? Okay, Upsala. Wollte ich dann. Also kommen auch sein zu kommen. So, ich werde mal hier ein paar Erkundenschaften. Nicht so als HP zwischen Dingen ab, die die vielleicht haben könnten. Vielleicht bringt es auch irgendwas, die alle zu erkunden. Ja, super. Ja, 0 von 1630. Jawohl. So, Kratos hat Reisbällchen gekocht. Nur von Reisbällchen leben. Auch schön. Bin ich hier richtig? Ich glaube einfach hier durch irgendeinen x-beliebigen Weg. Ja, ich werde wohl irgendwie hier rumkommen, ne? Ich glaube, ich bin ja vollkommen falsch. Ah. Hilfe! Heuschrecke. Was, Edo? Zack. Voller TP-Verbrauch hier. Aua. Aua. Ich will mich immer von beiden Seiten hier nehmen. Aua. So, Kapschuh. Seid da dran. Man nützt ja nichts, wenn ihr abwehrt. So, komm her. Okay, dann würde ich mal sagen, wir würden... Oh, da ist so ein Stein, den holen wir uns noch. Mit dem kann ich dann mit Neuschild durchrennen, ne? Wenn ich ihn aktiviert habe. Perfekt. Na gut. Dann kann ich hier speichern. Jo. Frage ich das eigentlich. Ich würde mal sagen, da ist das, wo wir hin müssen. Deswegen. Ach komm schon, komplett. Kann auch noch ein Level abkommen. Zack. Geiler, geht noch. Oh. Aua. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Dinger macht hier, diese Unison-Attacke. Ich glaube mit R3, ne? Will ich jetzt nicht ausprobieren. Ich versuche die ganze Zeit mal zu klauen. Und dann ab. Und Reisbällchen gekocht. So, da muss ich mal sagen. Wir. Jetzt hat Rain kurz ein Level ab. Nein, das mache ich jetzt aber nicht. Dann würde ich sagen, wir speichern jetzt hier. Und wir, also ich und ihr und der Typ hinter euch, sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Wo bin ich hier?